Servus und grüß euch zur Folge 37 von Two Point Hospitaly auf meinem Kanal. Wenn die Studiengänge verwalten, und ich glaube, dass man das allgemein wissen. Schauen wir mal, da brauchen wir nämlich dann eine Vorlesungssaal. Leider ist unser Signal gerade stark beeinträchtigt, da einige unserer Geräte fälschlicherweise resetten. Pause. Vielleicht pflanzen wir den einfach da in die Mitte einer, wenn es geht. Oder wir hängen einfach da hinten drauf. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Schauen wir mal einfach. Wenn wir den jetzt einfach einmal größer machen, und hängen den jetzt einfach an, dann wird der Gang schon ziemlich grob, aber egal ist, gell. Dann gehen wir dann an ein Viererzimmer her, wenn es ist. Den bauen wir jetzt einfach mal da her. Fertig. Gibt mal eine etwas andere Ausrichtung. Kriegt einen Heizkörper. Tür, Lautsprecher machen wir auch noch hier. Den Desinfizierer. Den Papierkorb irgendwo daher. Den Heizkörper stellen wir noch da. Heute machen wir heute noch was anderes. Ganz ruhig. Ich will nicht an. Nein, ich. Immer so schwierig ist, ich will den da vierer stellen, den aufheben, drehen und da ja mal. So. Und den da mal gleich upgraden. Und wir brauchen einen allgemein wissenden Dozenten noch. So. Der kann alles oder was? Oh, das ist doch ein bisschen. Dann glaube ich, können wir loslegen. Die Attraktivität ist gerade wieder deutlich gesunken, muss ich feststellen. Können wir an dem Zimmer noch was ändern? Oder stufen wir rauf, können wir ein Prestige haben. Na. Wenn man so viel postet, das muss doch leicht ausreichen. So, jetzt haben wir 5er Punkt in der Attraktivität vom Zimmer. Was hat denn das eigentlich? 9. Also. Das hat 4. Was können wir denn da noch machen? Füllen wir einen Heizkörper daher. Weg. Dann nehmen wir da einen großen. Pipi-Box reicht ein kleiner. Dass wir deswegen immer so unattraktiv haben mit der ganzen Bewertung da. 5. 3. Da geht, glaube ich, eine Pflanze eine. Haben wir schon.
Teppich, glaube ich, im Ding nicht, oder? Das Toilettenposter haben wir da noch nicht drin. Das kannst du aber in der Duschkabine, also in den Toilettenhäuschen kannst du auch nicht dranhängen. Antwort nur auf den Ruf der Natur. Wenn der Ruf der Natur in der Toilette nicht gegeben wäre, wo sonst, gell? So. Das reicht aber noch nicht. Bringst nirgends mehr hin, hm? Ist das ein Fenster? Ah, schön. Da hat man theoretisch auch noch Platz für zwei Poster. Vielleicht sogar noch für ein drittes. Was das zu kalt ist oder sowas oder zu warm ist oder was? Siebener Wert vom Zimmer. Vierer, ja, ne, also. So einigermaßen gut ausgestattet, die ganzen Sachen. Drei, gut, was können wir da noch machen? Schwerter, ein Fässchen, das haben wir auch schon, Mülleimer, und da Viererbewertung, so, was haben wir? Acht, vier, vier, sieben. Feuerschalen, Pranger haben wir, das brauchen wir noch. Armbrust haben wir schon. So, schön, dann haben wir da acht drin. Sind wir natürlich auch nicht gerade dabei, aber auch das 6 schon. Ja? Drei. Wir haben da noch Plakate eine. Vier. Kaufen wir vielleicht einmal da noch ein neues. Was haben wir denn noch? No, Campus. Blaue Landschaft. Sous-Chef, dann brauchen wir jetzt weniger. Nahrungsgruppen, Ton, ein Hasen, Rosenstrauß. Na, jetzt gehen wir schon wieder in den Kitsch rein, Kinder. Theorie, ja, das können wir noch. Eine Bombe. So. Haben wir da zumindest auch 5 mit dem Zimmer. Warte mal, das eine machen wir jetzt noch und dann starten wir mal ein neues Forschungsjahr. Also. Legen wir mal einen Teppich ein. Das Regal haben wir schon. Die Monitorwand haben wir auch schon.
eingelegtes Gehirn. Da schon. So, dann da die Song. Wir haben uns ins nächste Jahr. Einer unserer Reporter gräbt gerade im Müllcontainer danach. Stellt euch das lieber nicht zu bildlich vor. Und bleibt dran. Hab ich jetzt eh nicht vor. Hausmeister beim Kampfplatz benötigt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich kein Händchen nicht mit dem, mit der Dekoration dann als mit der Attraktivität von dem Gebäude und dem Campus. Weltraum. Es ist einfach nur ein Jahr. Süßes und sauriges. Spinn. Das ist doch mal nicht schlecht für so Studenten. So, da müssen wir andere Sachen noch freischalten, die gingen noch nicht. So. Falsches Manieren. Escape bringt, das hat uns jetzt nichts mit dem Ding weitergebracht. Dann nehmen wir jetzt einmal einen Drachenturm auf 3. Wobei wir den glaube ich noch nicht updated haben, gell? Ah, der macht gut upgraded. So, wenn man das so ausschaut da drin. Das Problem ist, ich glaube, die kann ich nicht kopieren. Wir machen mal da noch einen Schlafsaal, würde ich sagen. Wir sind wieder da und unser Rundfunksignal auch. Großen Dank an Hugh, der für uns in den Müllcontainer gesprungen ist. Angeblich hat er das gern gemacht, da ihm zufolge die Sicht aus dem Inneren des Müllcontainers eine ganz neue Perspektive auf den Campus schafft. Wenn das mal nicht eine Idee für einen Beitrag ist. Also lasst euch gesund pflegen und dann zurück an die Arbeit. Da geht nicht rechts vor am Bitten mehr einer. Ich kann die Ziele anheften. Ich gehe raus. Erinnerung an alle Studierenden. Ja, ein Stern. Ja, schau hier. Das heißt, die nächsten Campus waren freigeschaltet. Aber, oi, oi, oi. Das andere wird ein Haufen.
Schauen die heiß aus. 4, nein. Nein, ich möchte schon noch weiter machen. Das wollte ich. Baue folgende Zimmer. Kampfplatz, Turnierplatz und Klinik der Stufe 5. Also wir brauchen alle praktisch auf Stufe 5. Kampfplatz. Ein Turnierplatz. Assistent wird in die Bibliothek gebeten. Stufe 5. Ja, das war's ja schon. So, dann müssen wir jetzt irgendwie ein Turnier veranstalten. Zehn neue Liebesbeziehungen. Gut, die laufen. Da kannst du nichts machen. Coole Sache das. Der ist abgegradet, oder? Jawohl. Dort läuft. Läuft da irgendwas? Nein. Den updaten. Mitarbeiter anzeigen. So, jetzt machen wir alles mal auf Stufe 3, da die Sonne. Aerodynamik und Sportwissenschaften. Macht inspirierendes Leben. Schalten wir jetzt zu Yu, der nach seinem Abenteuer im Müllcontainer nun eine Story über ein ungewöhnlich bewölktes Wochenende an einem der heißesten Orte des Countys für uns hat. Aerodynamik, Bibliotheksverwaltung. Die Studis von Breaking Point hatten sich auf ein Wochenende voller Sonne, Spaß und Heiterkeit gefreut. Doch dunkle Regen schwemmten ihren Optimismus fort. Was bleibt, sind existenzielle Fragen wie: Was mache ich jetzt nur mit der Sonnencreme? In dieser feuchtgrauen Tristesse bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit ihren sandlosen Sandalen und ihrer unverbrannten Haut zu Hause herumzusitzen. Wir sind in Gedanken bei euch, Leute. Fliss, zurück zu dir. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Nein, ich weiß nicht. Müssen wir mal die Mutti fragen. Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. So Nepp-Clubs oder was, ob das jetzt wirklich irgendwas ist für da draußen. Aber bauen wir es einmal hin. So, halt das. Belohnung einfordern, her damit. So. Das haben wir. Das haben wir. Das nehmen wir an. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. Turnier startet. Gut, da haben wir auch nur so an. Da geht es jetzt wahrscheinlich um die den ersten Run haben wir mir praktisch gewonnen. Den zweiten Run auch. Ah, den dritten Run haben wir Ding, aber gut, 2 von 3 heißt, wir müssen noch normal geben und haben. Schauen wir mal. Vornschnittbusch. Ja, Thiosten sind gefährlich und ja, sie sind Pflicht.
Auch ein tolles Raumparty-Gehörer ist. Das kriegt jetzt eh alles. Jetzt haben wir genug Geld schon, ja? Das hab ich ja gesagt. Halt's durch! Wir haben also gewonnen schon, ja? Ein Turnier, das wie gesiegt. Bis ich durch langsam. Machen wir jetzt gleich das nächste. Ja. Also muss mit eine. Was, wo herrscht der Weg am Drang? Das war ja sogar noch was für da, glaube ich. Heißt, die Klinik muss unbedingt noch verbessert, oder? Ist das? Nein, unmöglich! Jetzt neu von Cheesy Gubbins. Der Maxi Gubbin. Direkt aus deinen Träumen in deinen Mund. Also, ich kann ein. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Jetzt sagen wir, bauen wir jetzt das Zimmer einmal. Ich sage mal Stufe 4, das sollte man hinbekommen. So, einmal. Nehmen das Zimmer. Sorgen dort einmal klonen. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Und bauen das Zimmer nochmal hin. So. Jetzt müssen wir auf romantischen Film nichts auch noch haben. Science-Fiction-Film auch noch. Dann da jetzt zu mir hergehen und dazu bauen wir noch einen Gang noch. Ein paar Sitzgelegenheiten hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen einen Haufen Liebesbeziehungen, muss ich feststellen. Durchsage, gesunder Körper, gesunder Geist. Also, bis zur nächsten Folge. Bleibt frisch, fromm, fröhlich, frei, lasst seine Lärgern und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, eine schöne Woche, pfiat euch!